Florian Wagner, Rente mit 40. Die Möglichkeiten, die dich erwarten. Deine frugalistische Seite entdecken und eine Leidenschaft fürs Sparen entwickeln. Stell dir vor, du könntest dein Leben ohne finanzielle Sorgen führen und gleichzeitig in deinem Traumjob arbeiten. Kein cholerischer Chef und keine lästernden Kollegen, die dir die Laune verderben. Was müsstest du dafür tun? Lediglich auf Dinge verzichten, die dir ohnehin keine Freude bereiten. In unserer Zusammenfassung von Rente mit 40 hast du die Gelegenheit, in die Welt des Frugalismus einzutauchen und zu erfahren, wie Menschen, die diesen Weg gewählt haben, ihr Leben gestalten. Du wirst erstaunt sein über das, was jenseits des Hamsterrads und der Konsumfalle auf dich wartet. Erfahre, wie du durch kleine Änderungen in deinen Gewohnheiten erhebliche finanzielle Fortschritte erzielen kannst, warum das Fehlen eines Startkapitals keine Entschuldigung dafür ist, den Frugalismus nicht auszuprobieren, und weshalb du sogar nach Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit weiterarbeiten könntest. Für alle, die bereits über 40 sind, haben wir eine weitere ermutigende Nachricht. Die 40 in Rente mit 40 ist eher symbolischer Natur, und es lohnt sich zu jeder Zeit, diesen Weg einzuschlagen. In dieser Zusammenfassung jedes Kapitels wirst du erfahren: erstens, was Lottogewinner und Rollstuhlfahrer gemeinsam haben. Zweitens, wie der Latte-Effekt deine finanzielle Gesundheit gefährden kann. Und drittens, warum freiwillige Unannehmlichkeiten einen besonderen Reiz haben. Kernaussage 1. Der Frugalismus basiert auf zwei Säulen, nämlich der finanziellen Freiheit und einer individuellen Definition des Glücks. Hast du je darüber nachgedacht, wie es wäre, finanziell abgesichert zu sein und nicht mehr zwingend arbeiten zu müssen, insbesondere bevor das offizielle Rentenalter erreicht ist? Falls du nicht gerade das Glück hast, im Lotto zu gewinnen oder ein beträchtliches Erbe anzutreten, scheint die Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit eher gering zu sein. Das ist es, sei denn, du wirst Frugalist. Frugalisten, abgeleitet vom englischen Wort frugal für sparsam, haben sich einer Lebensweise gewidmet, die aus einem sparsamen Lebensstil und kluger Geldanlage besteht, mit dem Ziel, frühzeitig finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Man könnte sie als Minimalisten mit einem Aktiendepot bezeichnen. Während sparsame Menschen schon immer existierten, sei es aus freiem Willen oder aus Notwendigkeit, geht es Frugalisten nicht nur um das Sparen an sich. Sie sind keine Verweigerer des Konsums oder zwangsläufig Aussteiger. Vielmehr ist ihnen daran gelegen, die Dinge, die sie sich leisten, wirklich zu schätzen und zu genießen und alles andere zu vermeiden, buchstäblich gesprochen. Die moderne Form des Frugalismus geht auf das Buch Your Money or Your Life von 1992 zurück. Vicky Robin und Joe Dominguez eröffnen darin eine revolutionäre Idee. Geld ist nicht nur dazu da, ausgegeben zu werden, sondern es kann als eine Art Lebensenergie betrachtet werden. Es erlaubt uns, unser Leben nach unseren Wünschen zu gestalten. Gleichzeitig geben wir auch Energie aus, wenn wir Geld ausgeben, da wir normalerweise etwas tun mussten, um dieses Geld zu verdienen. Deshalb denken Frugalisten zweimal darüber nach, bevor sie Geld ausgeben. Der durchschnittliche Konsument fragt sich, ob er sich dieses Auto oder jenes Paar Schuhe im Moment leisten kann. Ein Frugalist jedoch stellt die Frage: Ist es meine Lebensenergie wert? Wird meine Lebensqualität wesentlich verbessert, wenn ich diese Ausgabe tätige? Frugalisten kaufen auch Dinge, nur tun sie dies mit einer viel bewussteren Herangehensweise. Statt sich von Werbung beeinflussen zu lassen oder dem sozialen Druck nachzugeben, immer das Neueste und Beste besitzen zu müssen, folgen sie einer einfachen Leitfrage: Was macht mich wirklich glücklich? Für Frugalisten ist es offensichtlich: Das Hauptproblem unserer Konsumgesellschaft heute ist, dass wir Dinge nicht ausreichend genießen. Daher bildet die eigene Definition des Glücks die erste Säule des Frugalismus. Die zweite Säule ist die finanzielle Freiheit. Denn ohne finanzielle Sorgen fällt es leichter, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Um diese beiden Säulen in deinem eigenen Leben zu errichten, werden wir uns nun genauer ansehen. Kernaussage 2. Frugalismus erfordert eine Neuausrichtung der Prioritäten. Manchmal reicht ein einziger Moment aus, um unser Leben drastisch zu verändern und eine Kettenreaktion auszulösen. Für den Meteorologen Lars kam dieser Moment, als er eines Tages am Geldautomaten stand und dieser partout nichts auszuspucken schien. Ein Blick auf seinen Kontostand bestätigte die unangenehme Wahrheit: Sein Dispositionskredit war ausgeschöpft. Ein echter Schock für Lars. 13 Jahre später hat Lars finanzielle Unabhängigkeit erreicht und sich abgesichert.
Er hat seinen herkömmlichen Job aufgegeben und arbeitet nur noch an Projekten, die ihn wirklich begeistern. Wie hat er das geschafft? Vor diesem einschneidenden Erlebnis hatte Lars sich nie besonders mit seinen Finanzen beschäftigt. Sein monatliches Nettoeinkommen von 1.700 Euro war zwar nicht üppig, aber für einen Single mit einer preiswerten Wohnung sollte es eigentlich ausreichend sein. Dennoch kam er oft schon am Anfang des Monats ins Minus. Lars war Raucher, gab viel Geld in Kneipen aus und hatte noch Schulden für seinen Opel Corsa. Der Moment am Geldautomaten fungierte wie ein Weckruf. Er musste eine Veränderung herbeiführen. In den kommenden Wochen analysierte Lars akribisch alle seine Ausgaben. Er kündigte Abonnements von Zeitschriften, verzichtete auf sein tägliches Sandwich aus dem Laden und hörte auf zu rauchen. Darüber hinaus überprüfte er seinen gesamten Haushalt und stellte fest, dass er zahlreiche Dinge besaß, die seit Jahren ungenutzt herumlagen. Er verkaufte all diesen überflüssigen Besitz und schon nach wenigen Monaten war sein Konto wieder im Plus. Da er nun weniger laufende Kosten hatte, konnte er jeden Monat einen Teil seines Einkommens beiseite legen. Zuweilen waren es sogar 70% seines Gehalts. Zuerst legte er sich einen finanziellen Notgroschen an und begann dann, in Aktien zu investieren. Aber auch sein Alltag veränderte sich enorm. Er verkaufte sein Auto und begann stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Anstelle von Kneipenbesuchen setzte er auf Fortbildungen im Bereich Finanzwissen. Statt wahllos einzukaufen, wurde er äußerst selektiv bei seinen Kaufentscheidungen. Und dabei stieß er auf eine erstaunliche Erkenntnis. Der Verzicht auf überflüssige Dinge befriedigte ihn. Er fühlte sich frei. Eine Langzeitstudie der Harvard University zeigt, dass die entscheidenden Faktoren für Gesundheit und ein glückliches Leben nicht in Reichtum oder Berühmtheit liegen. Viel wichtiger sind gute zwischenmenschliche Beziehungen, gefolgt von einer erfüllenden Tätigkeit, ausreichender körperlicher Bewegung, gesunder Ernährung und geistiger Aktivität, wie lebenslanges Lernen und das Ausleben von Kreativität. Für Lars nahmen all diese Aspekte nahezu von selbst einen größeren Stellenwert in seinem Leben ein, nachdem er aus seinem Konsumrausch aufgewacht und bewusster gelebt hatte. Kernaussage 3: Finanzielle Freiheit ermöglicht uns, unsere Träume zu verwirklichen. In jungen Jahren träumen wir oft von Abenteuern, weltweiten Reisen und der Verwirklichung unserer Leidenschaften. Einige haben das Glück, diese Träume in die Realität umzusetzen. Doch für viele von uns sieht die Wirklichkeit anders aus. Wir verbringen unsere Tage in Jobs, die uns wenig Freude bereiten, verdienen Geld für Dinge, die bald in der Versenkung verschwinden und gönnen uns oberflächliche Vergnügungen, die bald vergessen sind. Mit fortschreitendem Alter stehen uns oft nicht mehr genügend finanzielle Mittel, Energie oder Gesundheit zur Verfügung, um unsere Träume zu realisieren. Um diesem Hamsterrad zu entkommen, strebten die Fischers aus Bayern nach finanzieller Unabhängigkeit. Ihr Ziel war es, mit 50 Jahren keine Notwendigkeit mehr zu haben, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dieses Ziel erreichten sie bereits mit 37 Jahren. Seitdem leben sie ihren Traum und bereisen die Welt. Wie haben sie das geschafft? Zunächst einmal ging Alex Fischer denselben Weg wie Lars aus unserem vorherigen Beispiel. Er analysierte seine finanzielle Situation. Wohin flossen seine monatlichen Einkünfte? Alex strich alle unnötigen Ausgaben, wie zum Beispiel überflüssige Versicherungen und tägliche Restaurantbesuche. Das eingesparte Geld wurde in Vermögenswerte investiert. Jede Gehaltserhöhung oder Bonuszahlung wanderte ebenfalls in diesen Topf. Dennoch lebte die Familie weiterhin auf einem angemessenen Niveau, einschließlich eines Autos und Urlauben. Der Verzicht fand in Bereichen statt, die die Lebensqualität nicht erheblich beeinflussten. Denn seien wir ehrlich, wie viel glücklicher macht eine teure Zahnzusatzversicherung? Die Fischers folgten einer grundlegenden Richtlinie des Frugalismus. Die monatliche Sparquote ist entscheidend. Es kommt nicht so sehr auf das Glück an der Börse oder ein hohes Einkommen an, sondern vielmehr darauf, wie viel von unserem Einkommen wir nicht ausgeben. Das Spannende an der Sparquote ist, dass sie uns zur finanziellen Freiheit führen kann, unabhängig von der Höhe unseres Einkommens. Kannst du es dir nicht vorstellen? Dann stelle dir Folgendes vor. Stefan, ein Mechaniker, verdient 20.000 Euro netto pro Jahr und spart 10% davon, also 2.000 Euro. Dieses Geld reicht ihm für ein zufriedenes Leben. Auf der anderen Seite haben wir Lisa, eine Maklerin für Luxusimmobilien, die 400.000 Euro pro Jahr verdient. Auch sie spart 10%, was 40.000 Euro jährlich entspricht. Sie lebt jedoch ein Jet-Set-Leben mit teuren Reisen, Luxusautos und Mitgliedschaften in verschiedenen Golfclubs.
Wenn beide ihren Lebensstandard beibehalten, wer wird schneller finanziell unabhängig? Die Antwort lautet, beide zur gleichen Zeit. Denn der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit ist die Sparquote, nicht die tatsächliche Höhe des gesparten Betrags. Doch wie wissen wir, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist? Kernaussage 4. Selbst wenn man mit wenig startet, kann man finanzielle Freiheit erreichen. Viele Menschen neigen dazu zu denken, finanzielle Freiheit mit 40? Das schaffen nur Gutverdiener. Wenn man wenig verdient, ist das unmöglich. Hier kommt Ranga aus Nürnberg und widerlegt diesen Gedanken. Mit 22 Jahren kam er mit nur 400 Euro in der Tasche und ohne Deutschkenntnisse von Indien nach Deutschland. Heute, in seinen mittleren 30ern, ist er finanziell unabhängig. Bevor wir jedoch Rangas inspirierende Geschichte erkunden, sollten wir eine wichtige Frage klären. Wann gilt man eigentlich als finanziell unabhängig? Welchen Betrag benötigt man, um nie pleite zu gehen? Dies ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Denn was für einige Menschen ausreicht, um 5 Jahre zu leben, geben andere an einem einzigen Wochenende aus. Um dies herauszufinden, musst du zuerst deine persönlichen Lebenshaltungskosten ermitteln. Wie viel Geld benötigst du, um 1 Jahr lang komfortabel zu leben? Diesen Betrag multiplizierst du mit 25, um dein benötigtes Anfangskapital zu erhalten. Das mag auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, ist es aber nicht. Die Zahl 25 geht auf die sogenannte 4%-Regel zurück, die 1998 von Professoren der Trinity University in Texas entwickelt wurde. Diese Regel besagt, dass man von seinem investierten Vermögen jährlich 4% entnehmen kann, ohne dass es jemals erschöpft ist. Zinsen und Zinseszinsen machen dies möglich. Nun zurück zu Ranga. Als er 2003 nach Deutschland kam, um seinen Master in Elektrotechnik zu verfolgen, war finanzielle Freiheit für ihn in weiter Ferne. Zu dieser Zeit beliefen sich seine monatlichen Ausgaben auf 260 Euro. Er teilte sich eine Einzimmerwohnung mit einem Freund, nahm jeden Job an, den er finden konnte, und führte vor allem eine genügsame Lebensweise. Seine Mahlzeiten bestanden hauptsächlich aus Reis und Bohnen, und er gab kaum Geld für andere Dinge aus. Im Verlauf der nächsten 12 Jahre arbeitete er kontinuierlich an seinem Aufstieg. Er erlernte die deutsche Sprache, schloss sein Studium ab, erhöhte sein Einkommen und wurde schließlich Vater, nachdem er seine zukünftige Frau getroffen hatte. Trotz all dieser Veränderungen behielt er seine genügsame Lebensweise bei. Nur bei den Lebensmitteln sparte er nicht mehr, nachdem er aufgrund von Magenproblemen im Krankenhaus behandelt werden musste. Die zusätzlichen Einnahmen investierte er nicht in Autos, teure Kleidung oder Luxus, sondern in Immobilien und Aktien. Für Ranga ist das Sparen ein Privileg, da er weiß, dass man nur sparen kann, wenn man überhaupt etwas hat. Er sieht keinen Grund, mit steigendem Einkommen auch die Ausgaben zu erhöhen. Schließlich trinkt man, wenn man Durst hat, nur so viel, wie nötig ist, um den Durst zu stillen. Kernaussage 5. Konsum führt oft zu kurzlebigem Glück und finanzieller Belastung. Kannst du dich an das Glücksgefühl erinnern, als du dein erstes Fahrrad bekommen hast? Wie war es beim neuen Auto, dem letzten Smartphone oder deiner Wohnung? Neue Dinge können anfangs große Freude bereiten, aber diese Freude verblasst oft recht schnell und wir verspüren den Drang, erneut etwas Neues zu kaufen, um uns gut zu fühlen. Dieses Phänomen hat einen wissenschaftlichen Namen, hedonistische Anpassung. Damit wird unsere Tendenz beschrieben, nach einem aufregenden Erlebnis rasch wieder zu unserem normalen Glücksniveau zurückzukehren. Selbst wenn wir ein fantastisches neues Gerät oder eine tolle Uhr erwerben, gewöhnen wir uns nach einer Weile daran und der anfängliche Reiz verschwindet. Interessanterweise gilt dieses Prinzip auch für negative Erfahrungen, wie der Hirnforscher Daniel Gilbert herausgefunden hat. Er befragte 2 Gruppen von Menschen nach ihrem Glücksgefühl. Die erste Gruppe bestand aus frisch gebackenen Lottomillionären, während die zweite aus Personen bestand, die vor kurzem durch einen Unfall querschnittsgelähmt geworden waren. Zunächst waren die Lottogewinner extrem glücklich, während die Rollstuhlfahrer sehr unglücklich waren, was wenig überraschend ist. 1 Jahr später befragte Gilbert sie erneut und stellte fest, dass das Glücksempfinden in beiden Gruppen wieder auf das Ausgangsniveau zurückgekehrt war. Sowohl die Freude als auch das Leid hatten sich normalisiert. Und es gab keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen den beiden Gruppen. Aus diesen Erkenntnissen ziehen Frugalisten 2 wichtige Schlussfolgerungen. Erstens lohnt es sich nicht, ständig Statussymbole, neue Konsumgüter und kurzfristige Vergnügungen zu verfolgen,
da das Glück, das sie bringen, meist von kurzer Dauer ist. Zweitens können sie besser mit vermeintlichen Einschränkungen umgehen, da sie wissen, dass sich Menschen an fast alles gewöhnen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt des frugalistischen Lebensstils ist die Erkenntnis, dass viele unserer Ausgaben reine Gewohnheit sind. Das morgendliche Café Latte und Croissant auf dem Weg zur Arbeit, der Anruf beim Lieferservice nach einem langen Arbeitstag oder die Impulskäufe an der Supermarktkasse sind Beispiele dafür. Indem man seine Gewohnheiten überdenkt, kann man erhebliche Summen einsparen, ohne dabei an Lebensqualität zu verlieren. Möchtest du wissen, wie viel Geld du durch den Latte-Effekt verschwendest? Verwende die 7x52-Regel. Addiere den wöchentlichen Betrag, den du beispielsweise für deinen Café Latte und Croissant ausgibst. Wenn das 6 Euro pro Tag sind, ergibt das 30 Euro pro Woche. Multipliziere diesen wöchentlichen Betrag mit 752, um herauszufinden, wie viel Geld du hättest, wenn du diese tägliche Ausgabe über 10 Jahre hinweg mit einer Verzinsung von 7% anlegen würdest. Das Ergebnis wäre eine stattliche Summe von 22.560 Euro. Kernaussage 6. Glück und schöne Momente erleben wir oft außerhalb unserer Komfortzone. Der Latte-Effekt hat dich bereits überzeugt, aber das extrem spartanische Leben, bei dem du nur von Reis und Bohnen lebst und auf jeglichen Komfort verzichtest, schreckt dich ab? Keine Sorge, du musst es nicht so drastisch angehen. Aber ein gewisses Maß an Unbequemlichkeit kann durchaus lohnend sein, und für einige Menschen ist es sogar eine Herausforderung. Während seines Studiums der Medieninformatik entwickelte Oliver ein Interesse am Minimalismus. Ihn faszinierte die Idee, dass der Konsum von Produkten und Dienstleistungen nicht ausschlaggebend für ein erfülltes Leben ist. Er schätzte die Freiheit des Studentenlebens, die ihm ausreichend Zeit für eigene Projekte, Hobbys, Freunde und seine Freundin Joanna ließ. Er befürchtete jedoch, dass diese Freiheit verloren gehen würde, wenn er in das Berufsleben einträte. Dann hörte er von Frugalismus und war sofort von der Verbindung von Minimalismus und Finanzen begeistert. Schnell fasste er den Entschluss, die finanzielle Unabhängigkeit mit 40 anzustreben, um nicht seine anderen Freiheiten gegen eine Vollzeitarbeit bis zum Rentenalter von 67 Jahren eintauschen zu müssen. Gesagt, getan. Als Joanna für 2 Jahre nach England zog, begleitete er sie und nahm dort seine erste Stelle als Softwareentwickler an. Ganz im Sinne der Frugalisten behielt er seinen Lebensstandard aus der Studienzeit bei und erreichte dadurch eine Sparquote von fast 70% bei einem Gehalt von 2.300 Euro. Anstelle eines Autos oder der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fuhr er die 11 Kilometer zur Arbeit jeden Tag mit dem Fahrrad, unabhängig vom Wetter. War das unbequem? Absolut. Aber Oliver machte eine erstaunliche Entdeckung. Je häufiger und weiter er sich aus seiner Komfortzone herauswagte, desto zufriedener und glücklicher fühlte er sich. Die Tatsache, dass er Wind und Regen auf dem Fahrrad trotzte, erfüllte ihn mit einer Befriedigung, die ihm kein Serienmarathon oder Shoppingausflug bieten konnte. Zudem sparte er nicht nur erhebliche Summen an Benzin- oder Ticketkosten, sondern wurde in diesen 2 Jahren auch fitter als je zuvor. Und das ohne die Kosten eines teuren Fitnessstudios. Olivers Schlussfolgerung, weniger Konsum und mehr Aktivität in unserem Leben zu haben, bedeutet nicht nur Einsparungen, sondern auch ein gesteigertes Lebensglück und die Möglichkeit, schöne Momente zu erleben. Wir erleben Dinge und tragen gleichzeitig dazu bei, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Was würde Oliver anders machen, wenn er die finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat? Die Antwort lautet: nichts. Er ist zufrieden mit seinem Leben, so wie es jetzt ist. Kernaussage 7. Ob Pleitestudent oder Großverdiener, jeder hat Sparpotenzial, aber der Schlüssel liegt im Überblick. Am Monatsende näherst du dich dem finanziellen Limit und du bist ratlos, wo dein Geld geblieben ist? Du befindest dich in guter Gesellschaft, da viele Menschen heutzutage keinen klaren Überblick über ihre Finanzen haben. Gleichzeitig beteuern sie aufrichtig, dass es bei ihnen nichts zu sparen gibt. Selbst der Student Michael litt unter dem Geldwegsyndrom, bevor er sich dem Frugalismus zuwandte und innerhalb eines Jahres seinen Kontostand von 0 auf 6.000 Euro steigerte. Obwohl er nicht die schlechteste Einkommenssituation hatte, er arbeitete 25 Stunden pro Woche in einem Souvenirshop und erhielt Unterstützung von seinen Eltern, war er ständig pleite und gab sein gesamtes monatliches Einkommen von 1160 Euro aus. Als Michael sich mit Florian Wagner traf, um seine finanzielle Situation aus frugalistischer Sicht zu analysieren, begannen sie mit dem grundlegenden ersten Schritt, einen Überblick verschaffen.
Was kommt herein? Was geht heraus? Die Differenz stellt die Sparrate dar, der Betrag, der gespart und angelegt werden könnte. Fixkosten wie Miete, Gas- oder Stromkosten sind normalerweise schnell ermittelt. Variable Ausgaben für Lebensmittel, Unterhaltung und Ähnliches sind jedoch schwieriger zu erfassen. Dennoch gibt es auch hierfür bewährte Methoden. Wenn das Führen eines Haushaltsbuchs oder einer Excel-Tabelle zu aufwendig erscheint, kann der Bargeldtrick hilfreich sein. Schätze zu Beginn des Monats deine Ausgaben für Lebensmittel und Freizeit, hebe diesen Betrag in bar ab und bewahre ihn in einer separaten Geldbörse auf. Bezahle während des Monats ausschließlich bar. Wenn das Geld vor Monatsende aufgebraucht ist, erkennst du, dass du den Betrag anpassen musst. Dies ermöglicht dir, ein besseres Gefühl für die Höhe deiner monatlichen Ausgaben für Essen und Freizeit zu entwickeln. Für Michael war allein der finanzielle Überblick schon eine Motivation, um sofort mit dem Sparen zu beginnen. Dank der Visualisierung in Form eines Tortendiagramms konnte er auf einen Blick sehen, wohin sein Geld jeden Monat floss. Er war schockiert darüber, wie viel er für Partys, Alkohol und Zigaretten ausgab. Außerdem trat der sogenannte Beobachtungseffekt ein. Wenn wir unser Verhalten bewusst beobachten, neigen wir oft dazu, es von selbst zu ändern. Michael hörte auf zu rauchen, beendete seinen Alkoholkonsum und entdeckte weitere Bereiche, in denen er gut auf Ausgaben verzichten konnte. Auf diese Weise stieg seine monatliche Sparquote innerhalb eines Jahres von 0 auf 500 Euro. Kernaussage 8: Ein solides Finanzwissen ebnet den Weg zur finanziellen Freiheit und vermittelt Sicherheit. Angenommen, du hast bereits deinen finanziellen Status überprüft, deine Gewohnheiten geändert, dich aus der Komfortzone gewagt und deine Sparquote von, keine Ahnung, auf beeindruckende 60% deines Einkommens erhöht. Was ist als nächstes zu tun? Wohin mit dem gesparten Geld? Und ist es jetzt an der Zeit, deinen Job zu kündigen? Geduld. Bevor du irgendetwas anderes unternimmst, sollte deine erste und wichtigste Investition in deine finanzielle Bildung erfolgen. Geldanlage ist zwar keine Zauberei, aber du solltest dich auch nicht leichtfertig auf gut Glück in Investitionen stürzen, nur weil dir dein Bankberater oder ein Freund vom Stammtisch dazu geraten hat. Hier ist, was du tun kannst. Du musst nicht unbedingt einen Abschluss in Finanzwissenschaften haben, aber das Lesen oder Anhören dieser Zusammenfassungen der Kapitel allein wird nicht ausreichen. Beginne am besten mit einer Internetrecherche. Besorge dir ein paar Finanzbücher. Sie sind oft in der Bibliothek kostenlos verfügbar. Und lese einige Finanzblogs und Fachzeitschriften. Online-Kurse und YouTube-Videos können dir ebenfalls beim Einstieg helfen. Sobald du dich ausführlich informiert hast, entwickle deine eigene Anlagestrategie. Hier können wir keine konkreten Ratschläge geben, da eine solche Strategie stark von individuellen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel deinen Lebensplänen, deiner Sparquote und deinem Persönlichkeitstyp. Ein allgemeiner Ratschlag ist jedoch, deine Investitionen so breit wie möglich zu diversifizieren. Das bedeutet, anstatt dein gesamtes Geld in eine einzige Anlage oder Anlageform zu stecken, solltest du das Risiko streuen und in verschiedene Investitionen tätigen. Dadurch schläfst du nachts ruhiger, da du weißt, dass der Verlust einer Anlage nicht gleich deine gesamte finanzielle Situation gefährdet. Gleichzeitig bleibst du flexibel, wenn du kurzfristig auf Geld zugreifen musst. Wenn dein ganzes Vermögen in einem einzigen Haus gebunden ist, wird es schwierig, da du nicht einfach den Kamin verkaufen kannst. Solange du einige grundlegende Regeln befolgst, kann kluge Investition dich schneller und effektiver auf den Weg zur finanziellen Freiheit bringen, als traditionelle Sparmethoden wie ein Sparbuch oder ein Sparschwein je könnten. Und was dann? Diese Frage liegt allein in deiner Hand. Denn es gibt keine festen Regeln, die besagen, dass du deinen Job kündigen musst, um die Rente mit 40 zu erreichen. Manche Menschen kündigen tatsächlich, andere reduzieren ihre Arbeitszeit. Einige bleiben in ihrem Job und genießen einfach das Gefühl, dass sie arbeiten können, anstatt zu müssen. Schließlich heißt es nicht umsonst finanzielle Freiheit. Sie gibt uns die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, wie wir unsere Lebensenergie nutzen möchten. Zusammenfassung zum Buch Rente mit 40 von Florian Wagner. Die gesamte Kernaussage dieser Zusammenfassung ist, dass der Frugalismus einen Weg bietet, um aus dem Hamsterrad des Konsums und der finanziellen Sorgen auszubrechen. Frugalisten setzen auf achtsames Konsumverhalten, Genügsamkeit, Disziplin und fokussiertes Denken, um finanzielle Freiheit zu erlangen. Dieser Lebensstil ermutigt dazu, die Kontrolle über die eigenen Finanzen zu übernehmen und individuelle Modelle eines frugalen Lebens zu entwickeln.
zwei konkrete Umsetzungstipps wären. Erstens, einen Kauf-Nix-Monat ausprobieren, bei dem du versuchst, einen Monat lang außer Essen und Dingen des täglichen Bedarfs nichts zu kaufen. Zweitens, die 30-Tage-Regel befolgen, um Impulskäufe zu vermeiden. Warte 30 Tage, bevor du eine geplante Neuanschaffung tätigst, um Bedenkzeit zu haben und spontane Wünsche zu überdenken. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!